Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Folge Notruf 112, die Feuerwehrsimulation Teil 2. Immer noch mit der FF und ich dachte mir, ich zeige euch jetzt mal so einen Lehrgang. Genau, das würde ich sagen, nehmen wir einfach mal an und fahren zum Lehrgang hin. Mit Theorie, mit Praxis, dann seht ihr mal, was ich hier zwischen den Aufnahmen immer so gemacht habe. Ich weiß auch gar nicht, was das jetzt für ein Lehrgang ist, aber wir schauen ihn uns einfach mal an. Genau. Ja, also ich hatte gesehen gehabt, das erste Notrufvideo, was ich hochgeladen habe. Ich weiß immer gar nicht, wann ich die Videos dann immer so, das entscheide ich spontan, wann ich die veröffentliche. Aber das, was am Sonntag, dem 25.12. erschienen ist, das kam ja scheinbar richtig gut bei euch an. Da auch nochmal echt dickes Danke. Also, finde ich cool, dass so euch gefällt, Notruf 2. Gefällt mir. Naja, nicht schön, aber selten geparkt. Ich denke, so kann ich stehen bleiben, das ist okay. So, und dann gehen wir mal ab zur Theorie. Du kannst an einem neuen Lehrgang teilnehmen. Ja, das wollen wir ja machen. Ich glaube, Maschinist würde ich machen. Das ist, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht hier. Wir werden uns heute noch mal etwas genauer mit unseren Fahrzeugen beschäftigen. Jo, das ist gut. Anschließend wirst du dann auch eine Einweisungsfahrt auf einem unserer Fahrzeuge durchführen. Rainer wird dich dabei begleiten. Rainer wieder. Jedoch zunächst mit dem theoretischen Teil der wohl spannendsten Aufgabe als Fahrzeugführer, der Einsatzfahrt. Da im Ernstfall jede Sekunde zählt, ist es wichtig, den Einsatzort so schnell wie möglich zu erreichen. Dabei dürfen aber weder du und deine Kameraden noch das Einsatzfahrzeug oder gar andere Verkehrsteilnehmer zu Schaden kommen. Trotz unserer Aufgabe und der Größe unserer Einsatzfahrzeuge müssen auch wir uns an die Straßenverkehrsordnung halten. Lediglich im Ernstfall, wenn es dringend notwendig ist, dürfen wir von Sonderrechten Gebrauch machen. Diese erlauben es uns unter anderem, die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten, sowie Vorfahrtsregeln und Ampeln zu missachten. Außerdem gelten zum Beispiel Überhol- und Durchfahrverbote für uns nicht. Wenn wir von diesen Sonderrechten Gebrauch machen, müssen Blaulicht und Einsatzhorn zwingend verwendet werden, um andere Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam zu machen und zu warnen. Rechtlich sind andere Verkehrsteilnehmer zwar verpflichtet, uns bei einer Alarmfahrt Platz zu machen und auszuweichen, darauf verlassen kann man sich jedoch nie. Gerade bei hohem Verkehrsaufkommen kommt es leider immer wieder vor, dass die Fahrbahn blockiert wird und keine Rettungsgasse gegeben ist. Achte als Fahrzeugführer daher immer auf deine Umgebung und folge trotz des Zeitdrucks immer dem Grundsatz Sicherheit vor Schnelligkeit. Sollte es dennoch zu einem Unfall mit einem Einsatzfahrzeug kommen, musst du unverzüglich anhalten, Hilfe leisten und die Polizei alarmieren. Es obliegt dann deinem Gruppenführer zu entscheiden, wie weiterverfahren wird. Machen wir mit den Aufgaben am Einsatzort weiter. Beim Eintreffen erfolgt die sogenannte Ordnung des Raumes durch den Gruppenführer. Dieser entscheidet anhand der Begebenheiten vor Ort, wo welches Fahrzeug abgestellt wird. Anschließend ist es die Aufgabe des Maschinisten, das abgestellte Fahrzeug im Straßenverkehr zu sichern. Dies erfolgt über die Lichtanlage und bedeutet im Klartext Blaulicht, Fahrlicht und Warnblinkanlage an. Während des Einsatzes kümmert sich der Maschinist um alles, was sein Fahrzeug direkt betrifft. Dies beinhaltet vor allem die Bedienung der eingebauten Aggregate, wie der Pumpe, aber auch bei der Entnahme von Geräten und beim Aufbau der Löschwasserversorgung packt der Maschinist mit an. Die Pumpe wird dir Rainer später im praktischen Teil im Detail zeigen. Das ist gut. Zuvor müssen wir noch ein paar Fakten zu unseren Fahrzeugen durchgehen.
Fangen wir mit dem Ja, also ich glaube, das ist sehr viel Theorie hier. HLF 20 verfügt über einen 600 Liter Wassertank und bietet genug Sitzplätze für eine ganze Gruppe. Bei voller Beladung wiegt es in etwa 16 Tonnen. Die Ausrüstung ist für Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung gleichermaßen ausgelegt. Daher rückt es bei all unseren Einsätzen aus. Besonders zu erwähnen sind die verladenen schweren hydraulischen Geräte, sowie ein Schnellangriff und eine Schlauchhaspel mit Standrohr und Hydrantenschlüssel. Ein weiteres Fahrzeug unseres Fuhrparks ist das TLF 3000. Es hat eine Truppbesatzung und wiegt beladen in etwa 14 Tonnen. Der eingebaute Löschwassertank hat, wie der Name schon verrät, ein Fassungsvermögen von 3000 Litern. Ja. Zudem hat es viele technische Geräte und einen zusätzlichen Schnellangriff dabei. Da die Einsatzmöglichkeiten durch die kleine Besatzung beschränkt sind, rückt es meist als Unterstützung des HLF aus. So, ich denke, es wird Zeit, dass du auf dem Fahrersitz bist. Denke ich auch. Zieh dir deine Ausrüstung an und dann wird Rainer dich auf dem TLF einweisen. Perfekt. So, das war jetzt sehr viel Theorie. Deswegen war ich einfach mal ein bisschen ruhig und habe den Thorsten, heißt er, ein bisschen sprechen lassen. Hat er sehr schön gemacht. Kriegt dann nachher irgendwie einen Halsbonsel oder so fürs viele Sprechen. So. So, so, dein normales Auto reicht dir nicht mehr. Jetzt willst du auch mal die großen Fahrzeuge fahren, hä? Ja. Na gut, dann setz dich schon mal auf den Fahrersitz. Bei meinem Fahrstil, na gut, okay. Er lässt mich vorne hin, finde ich gut. Als ein bisschen Fahrsicherheitstraining. Das Gleiche. Motor starten, Gas geben und Hindernissen auf dem Weg ausweichen. Aber ein Feuerwehrauto hat natürlich auch einige Sonderfunktionen. Die gehen wir jetzt gemeinsam durch. Starte mal den Motor. Okay. Über der Windschutzscheibe findest du die Knöpfe der Signalsteuerung. Mit denen kannst du verschiedene Beleuchtungs- und Warnsignale ein- und ausschalten. Unter anderem findest du hier einen Knopf für die Scheinwerfer und die Umgebungsbeleuchtung, um am Einsatzort für genug Licht zum Arbeiten zu sorgen. Und natürlich auch das, was auf keinem Feuerwehrauto fehlen darf. Knöpfe für das Blaulicht und das Martinshorn. Schalte doch mal das Blaulicht ein. Denk dran, dass der Motor dafür laufen muss. Perfekt. Dann wollen wir doch mal sehen, was du drauf hast. Heinz hatte Zweifel, dass du das Zeug für so große Fahrzeuge hast. Daher hat er mit einigen Leitkegeln einen kleinen Parcours hier auf dem Hof aufgebaut, durch den du fahren sollst, um zur Straße zu kommen. Okay. Versuch mal, bis zur Ausfahrt zu kommen, ohne ein Hütchen zu streifen. Na gut. Das Blaulicht kannst du wieder ausschalten. Ich habe mit Heinz gewettet, dass du beim Rausfahren nicht ein Hütchen triffst. Enttäusch mich nicht. Na, das ist ja toll, also. So. Ja. Da war schon jetzt erstmal die Wand. Ja, hier vorne ist auch kein Spiegel. Ich seh da nichts im Spiegel. Das ist... Ja, ich glaube, so ist ganz gut gewesen. Gut. Heinz wird bestimmt diskutieren, wer gewonnen hat. Mal sehen, wie das ausgeht. Aber fürs erste Mal war das super. Damit können wir uns in den Straßenverkehr wagen. Ich habe im Navi einen Zielort eingegeben. Fahr uns mal dahin. Im Navi einen Zielort, perfekt. Gut, dann fahren wir da gleich mal. Vorschriftsmäßig mit Blinker etc. Einer roten Ampel halten wir an. So. Jetzt war natürlich der theoretische Teil so lang, dass ich wahrscheinlich gar nicht dieses komplette Tutorial in dieser Aufnahme zeigen kann. Aber ich denke, das ist gar nicht weiter schlimm, denn ich möchte hier nicht zu viel spoilern. Ihr sollt es euch auch durchaus auch selbst anschauen können. So, also nicht wundern, warum die Lenkbewegungen so seltsam sind. Ich spiele immer noch mit Maus und Tastatur. Da ich irgendwie nicht ganz gefunden habe, wie ich mein Lenkrad einstellen kann für Notruf 2, naja, gut. Dann ist es so. So, ich überhole den jetzt. Nochmal stelle ich mich jetzt hier nicht an die Ampel. Er sagt auch nichts, der Kollege, also findet das gut. Freut mich. Oh, hier müssen wir links. Hier müssen wir links rein.
Das Navi benutzen wir auch bei Einsatzfahrten. Es berechnet immer den kürzesten Weg zum Einsatzort. Da jede Minute im Einsatz zählt, dürfen wir uns auf keinen Fall verfahren und gehen daher auf Nummer sicher. Solltest du mal eine Abbiegung verpassen, keine Panik, das Navi berechnet dann die Route neu. Das ist gut. Während wir unterwegs sind, kannst du dir ein paar Dinge zu Einsatzfahrten merken. Sicherheit hat oberste Priorität. Wir können zwar Sonderrechte auf dem Weg zum Einsatz in Anspruch nehmen, aber gleichzeitig unterliegen wir einer gesteigerten Sorgfaltspflicht. Wir gefährden niemals andere Verkehrsteilnehmer oder schädigen diese. Es ist keinem geholfen, wenn wir auf dem Weg zu einem Unfall einen neuen Unfall bauen. Gerade an unübersichtlichen Kreuzungen gilt daher auch mit Sonderrechten langsam und vorausschauend fahren. Genau. Fahre ich jetzt einmal über die ganze Map oder was? Also verstehe ich jetzt gerade nicht ganz das Ziel. Ja, also im Grunde, ich glaube, ich kann es inzwischen sagen, die FF ist einfach so ein DLC, was sicherlich, naja, mehr oder weniger als Tutorial dient für Leute, die in Notruf 2 vielleicht nicht so gut sind. Also ich zum Beispiel. Das war doch nicht schlecht für deine erste Fahrt. Wenn du ein Fahrzeug am Einsatzort abstellst, ist es deine Verantwortung als Maschinist, es durch die Lichtanlage gegen den Verkehr abzusichern. Drück hierzu einmal auf den Einsatzstellen-Modus-Knopf. Als Maschinist bedienst du im Einsatz vor allem die Pumpe. Um dir zu zeigen, wie die funktioniert, bauen wir zuerst eine Wasserversorgung auf. Bei dieser Gelegenheit können wir auch gleich den Tank wieder auffüllen. Los geht's! Na toll, eine Wasserversorgung. Jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsbeschäftigung, so eine Wasserversorgung aufzubauen, muss ich sagen. Aber na gut. Na, vielen Dank dafür. Schmeißt du mir das Ding hier einfach hin, also wirklich. So, jetzt brauche ich. Wo ist es denn? Ach, hat er da schon hingelegt. So. Jetzt noch den Schlauch. Ja, ich muss den in den Kreis legen. Dieses Spiel kann man wirklich nicht anders. Man muss es immer nach Schema F irgendwie. Immer schön das machen, was das Spiel sagt. Naja, gut. Damit wird dann jetzt aufgefüllt. Unsere Pumpe ist eine Löschkreiselpumpe. Im Inneren befindet sich ein Rad, welches schnell rotiert und das Wasser mit Hilfe von Schaufeln in den Leitapparat schleudert. Die Rotationsgeschwindigkeit des Rads bestimmt so den Druck, mit dem das Wasser durch die Pumpe zu den Stahlrohren gefördert wird. Im Einsatz muss der Wasserdruck immer so hoch sein, dass genug Löschwasser am anderen Ende der Schlauchleitung ankommt. Sonst können deine Kameraden den Brand nicht löschen. Die Steuerung geht ganz einfach per Knopfdruck. Für dich sind erstmal drei Knöpfe an der Pumpe wichtig. Pumpe ein- bzw. ausschalten, Drehzahl erhöhen und Drehzahl absenken. Den aktuellen Druck kannst du über die Anzeige direkt daneben im Auge behalten. Daneben befindet sich außerdem die Anzeige für den Füllstand des Tanks. Gut. So, dann trau dich mal ran. Schalt die Pumpe ein und mach dich damit vertraut. Ziel ist es, den Tank wieder aufzufüllen. Denk dran, der Motor muss laufen, damit die Pumpe funktioniert. Na gut, das wird schon funktionieren, denke ich.
Ich würde aber auch sagen, das war's für diese Folge. Und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und auch ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.